Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Heute mit einem wunderschönen Release und zwar dem 3D Lenticular Cover von Freitag der 13. Teil 3 von Waxwork. Hier aufgelegt, wunderschön cool, sag ich mal. Ja, fangen wir gleich an. Ihr seht hier Jason im 3D-Gewand, der nach uns greift. Hier richtig gruselig. So, jetzt schwierig mit den Lichtverhältnissen einzufangen, aber uns springt hier alles entgegen, alle verschiedenen Mod-Werkzeuge und so weiter. Wunderschöne Auflage, leider schon komplett vergriffen. Tut mir leid, dass ich euch das jetzt zeige sozusagen. Denn ihr werdet es wohl kaum noch bekommen für einen normalen Preis. Hand aufgeklebt von Waxwork-Mitarbeitern. Hier haben wir das Innenbild, zu dem es eine tolle Geschichte gibt. Denn die Szene kommt ja so nicht im Film vor. War aber als alternatives Ende geplant, dass Jason da auftaucht und sie köpft, anstatt dass sie ins Wasser gezogen wird, wie es im Film ist. Hier haben wir die Rückseite. Sehr cool, in der Mrs. Voorhees nochmal hinter dem Kanu vorkommt. Hier haben wir die einzelnen Tracks aufgelistet. In Higgins Haven und in Camp Crystal Lakes. Neben zwei Standorte im Film. Sehr cool geworden hier. Sehr schön. Tolles Artwork vor allen Dingen. So, dann nehmen wir mal die Platten an sich raus. So, dann haben wir nochmal das reine Cover. Seht, es ist wunderschön geworden und hier auch die Spine. Richtig cool mit dem wunderschönen 3D-Titel-Theme von Harry Manfredini. Richtig geiles Teil. Also ich bin echt beeindruckt davon. Aber wir legen mal das 3D zur Seite und holen mal die Labels raus. Was Ihnen hier gleich auffällt, haben wir hier zwei Labels. Und zwar könnt ihr hier die Nadel durchstechen, wo man die Platte auflegt. Dann habt ihr sozusagen zwei Augen. Ein gesundes und ein zerstochenes, das ist genau da, wo Jason die Harpune reinschießt im dritten Teil. Holen wir das Ganze mal raus, dann macht das Ganze auch noch Sinn. Und zwar haben wir hier einmal blau, so ein bisschen gesprenkelt. Holen sie ein bisschen dunkler rüber, als in Wirklichkeit ist. Unten haben wir auch die besagte Harpune. Das ist auch zu dem kaputten Auge. Blau. Und hier drüben haben wir dann natürlich, upsala, na komm her. Das Ganze in Rot und mit einer Machete versehen. Wie gesagt, es ist leider hier ein bisschen dunkel geworden, aber ihr wisst ja, was das bedeutet. Rot und Blau, das sind natürlich die anaglyphen Farben der alten 3D-Brillen, was sich natürlich auch super mit dem Cover hier einfügt, wo die Farben ja auch nochmal drin vorkommen. Und ja, ein rundum sorglos Paket von Waxwork, das ist schon Teil 3. Die anderen zwei Freitag 13. Release könnt ihr euch auch auf meinem Kanal anschauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, habt ein schönes Leben und passt natürlich in Camp Crystal Lake auf. Macht's gut, ich hab euch lieb.